Hallo und herzlich willkommen aus dem Markt Wachenroth, in welchen wir jetzt gerade hineinfahren. Heute werden wir diesen Ort uns näher anschauen. Wir fahren zunächst in die Ortsmitte und werden dort parken, werden einen Spaziergang zu Fuß machen und werden anschließend noch einmal mit dem Auto die wichtigsten Straßen in der Ortsmitte filmen. Zunächst fahren wir, wie gesagt, in die Ortsmitte und parken hier jetzt irgendwo. So, zum Beispiel können wir hier umdrehen, vielleicht da vorne. Vor uns haben wir schon eine Kirche. Aber zunächst parken wir erst einmal hier. So, es geht weiter. Und zwar haben wir vorhin einen Spaziergang gemacht durch Wachenroth. Und jetzt werden wir den Ort Wachenroth noch einmal mit dem Auto kurz filmen. Wir befinden uns hier in der Ortsmitte. Und fahren jetzt die Hauptstraße weiter. Man kann feststellen, dass Wachenroth ein etwas trauriges Schicksal ereilt hat, insofern als hier der ganze Durchgangsverkehr von der Autobahn durchgeht, also parallel zum Ort verläuft die A3, und wenn es auf der A3 einen Stau gibt, dann weichen viele Autofahrer auf die Durchfahrt durch diesen Ort aus. Also durch diesen Ort rauschen viele Autos mit holländischen, belgischen, britischen Kennzeichen. So, wir fahren jetzt aus dem Ort raus und werden dann nochmal umdrehen. Und das ist zum Teil ganz schlimm, also man hat Schwierigkeiten im Ort die Straße zu überqueren wegen des Verkehrs. Das macht die ganze Sache etwas ungemütlich. So, wir drehen jetzt um, damit wir nochmal nach Wachenroth hineinfahren. Hier sieht man es, es kommen uns Autos mit gelben Nummernschildern entgegen, hauptsächlich Niederländer, aber auch Briten. Das ist alles Ausweichverkehr von der A3. Franzosen, alles Mögliche. So, wir fahren jetzt in den Markt Wachenroth wieder rein und schauen uns die Hauptstraße von der anderen Seite aus nochmal an. Im Prinzip gibt es hier nicht so viel zu sehen. Wir haben die Hauptstraße. Die wurde im letzten Jahr grunderneuert. Hat mir ein alter Bewohner vorhin erklärt. Das sieht jetzt alles ganz anders aus wie vor einem Jahr noch. Rechts die Kirche, die man jetzt nicht so gut sehen kann, die ist verdeckt von den Häusern. Links das Rathaus.
Und hier die erneuerte Straßenführung in Wachenroth. Früher ging die Straße links oben. Da sollen jetzt angeblich irgendwelche Parkplätze entstehen. Ich fahre jetzt die Hauptstraße noch einmal ganz zurück in die andere Richtung, aus der ich ganz am Anfang gekommen bin. Auch hier vorne ist der Ort schon gleich wieder zu Ende. Und viel mehr als diese Hauptstraße habe ich auf die Schnelle nicht entdecken können. Ich drehe jetzt noch einmal um hier. Da vorne ist ein kleines Einkaufszentrum, Murk. Das interessiert mich aber jetzt nicht weiter, weil ich möchte jetzt eigentlich lieber umdrehen. Das ist eine Nebenstraße, da gibt es nichts zu sehen. Und ich fahre jetzt nochmal hinein in den Ort. Ich werde da vorne irgendwo links abbiegen. So, ab hier wurde die Fahrbahn erneuert bzw. neu die Fahrbahn neu gelegt. Früher ging die Straße rechts oben weiter. Ich biege jetzt mal nach links ab. Da war ich noch nicht. Aber hier gibt es jetzt auch nicht so viel Spektakuläres zu sehen, behaupte ich mal. Ein Bauunternehmen. Fahren wir hier noch mal ein paar Meter weiter. So weit bin ich vorhin nicht gelaufen bei meinem Spaziergang, aber wie es aussieht, habe ich da auch nicht so viel verpasst. Da gibt es nichts Spektakuläres zu sehen. Keine alten Gebäude. Ja, und im Prinzip war es das mit meiner Ortsdurchfahrt durch Wachenroth. Landkreis Erlangen-Höchstadt. Ich werde jetzt einfach weiterfahren und verabschiede mich erstmal an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, nochmal ein Nachtrag. Ich muss noch einmal durch den Markt Wachenroth durchfahren. Deswegen filme ich hier noch einmal den Weg, den ich vorhin gerade gekommen bin. Ich habe mich also ein bisschen zu früh verabschiedet. Ich fahre jetzt praktisch auf die Hauptstraße zurück. Flussreiche Ebrach. Links vorne die Kirche bzw. der Kirchturm. Ein stillgelegtes Bahngleis. Und wir sind jetzt wieder auf der Hauptstraße angelangt. Die habe ich schon gefilmt vorhin. Hier ist dieser sehr heftige Durchgangsverkehr, wo alle von der Autobahn ausweichen, wenn die Autobahn dicht ist. Holländer, Belgier und so weiter, Norddeutsche, alle fahren sie hier durch. Das ist kein Spaß für die Einwohner dieses Ortes.
So, und jetzt verlasse ich wieder Wachenrot und verabschiede mich noch einmal, das Mal rum endgültig aus diesem Ort. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.